Also, guten Tag, ich bin's wieder. Heute geht's los. Heute Morgen kam der Anruf um 4. Dann hatte ich erstmal diesen hier. Dann haben wir meine Sachen gepackt. Dann habe ich Schwesterchen angerufen, die hat mein Wauzi abgeholt. Und um 6 Uhr sind die Johanniter gekommen und haben mich nach Hannover gebracht. Schön mit Blaulicht, durch den Stau. Die Idioten haben sich natürlich noch verfahren, schön durch Münster. Ja, den könnt ihr auch selber noch wegbringen können. Super. Kiko war jetzt fast gleichzeitig hier. Aber ist im Jock gefahren wie eine Sau. Ne, Schatzi? Sagt er wieder, nix Idiot, ey. Ja, und seitdem liege ich hier. Jetzt hat man mir schon 20 Röhrchen. Ja, mittlerweile 22 Röhrchen abgenommen, Blut. Mittlerweile habe ich auch ein Töpfchen dran, weil der Zucker doch ein bisschen runtergeht. Ja, geduscht habe ich schon. Rasiert habe ich mich schon. Zweimal geschissen habe ich schon. Und ich wohne ja auf dem Wohnklo, ist ein bisschen blöd. Liegt man halt in meinem Mief, ist ekelig. Ne, Schatzi? Fand auch nicht toll. Scheiß Lüften hier. Ja, mittlerweile ist schon kurz nach 5. Ich warte immer noch, aber so wie es aussieht, wird es heute Abend noch was. Ich sag ja, meine OPs sind immer in der Nacht, so wie im Port. Die waren nämlich auch erst um 22 Uhr, die Idioten. Naja, egal. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Schatzi, sag mal was. Schatzi ist doof, Schatzi sagt gar nichts. Der findet das voll scheiße. Ne? Du hältst auch Kacke auf mich drauf. Guck mal, jetzt hat der Winke Winke und filmt sie noch nicht mal. Oh. Ja, alle Angehörigen sind natürlich ja, angerufen worden, machen sich alle schon Sorgen, warum das nicht weitergeht. Aber ich kann ja auch nichts dafür, Schatzis Magen knurrt gerade so laut. Falls es Nebengeräusche gibt beim Aufnehmen, er war's. Ich hab zwar auch Hunger, aber na, gibt halt jetzt kein Schweinefilet mit Kartoffeln, die noch lecker in meinem Kühlschrank stehen. Und der leckere Salat, den ich gestern nicht aufgegessen habe, jetzt könnte ich ihn essen, weil ich habe Hunger. Aber egal, ob übermorgen esse ich irgendwas anderes. So, kein rohes Gehacktes mehr, kein rohes Ei mehr. Das wird hart in meinem Leben. Ich glaube, ich muss dann sterben. Na, Schatzi? Das wird hart, oder? Wieso guckst du immer so doof? Kannst du auch mal was zu deinen Misslinien sagen? Gib mal her. Doch, gib mal her. Ich brauche von dir auch was. Das gib her.